begleitet uns heute auf die Badenfahrt. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier aus der Schweiz. Und wir sind heute in Baden, und zwar auf der Badenfahrt. An der Stelle muss ich mich bei Ines, Oliver und Leander bedanken, denn die haben mir das Festivalbändchen zugeschickt. Sie können nämlich nicht dran teilnehmen und haben mich gefragt, ob ich Interesse habe. Und Baden ist nur eine halbe Stunde entfernt von Zürich und ich dachte, schaue ich mir das Ganze doch mal hier an. In dem Bändchen ist übrigens auch die Bahnfahrt inklusive, auf jeden Fall vom Hauptbahnhof, von Zürich Hauptbahnhof und von anderen Städten. Das könnt ihr auf der Webseite nachschauen. Und die Tickets gibt es auch am SBB-Schalter für 18 Franken pro Tag. Und da ist auch die Bahnfahrt hierher inklusive. Und wir schauen jetzt, was es hier so gibt. Es gibt natürlich viele verschiedene exotische Foodstände hier. Wir haben schon türkisches Streetfood gesehen, aber jetzt ja auch gerade peruanisch. Was wir uns entscheiden, mal sehen. Wir laufen erstmal weiter. Das ist ja tatsächlich sehr weitläufig und es gibt verschiedene Workshops, seht ihr, aber auch für Kinder, Spielzelt und so und abwechslungsreiches Kinderprogramm. Wenn ihr die genaue Agenda sehen wollt, schaut einfach auf der Internetseite vorbei. Das Festival geht übrigens vom 18. bis zum 27. August. Ja, wir sind jetzt hier am Luna Park angekommen. Es gibt hier so eine kleine Kirmes mit einigen Fahrgeschäften, natürlich für die Kleinen hier Karussell. Es gibt aber auch ein Riesenrad, Fun City und einen Freefall Tower, so wie ich sehen kann. Kann man sich Baden mal von oben anschauen. Dann schauen wir uns doch mal Baden von oben an. Ihr seht hier mal ein paar Infos. Es ist das größte Riesenrad der Schweiz. Die Fahrt mit dem Riesenrad hat übrigens 8 Franken gekostet für einen Erwachsenen. Und ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile schon in der dritten Runde. Also man fährt so ein paar Runden. Also wollt ihr mit dem Höllenblitz fahren, kostet es 12 Franken für Erwachsene und 8 Franken für Kinder. Da vorne gibt es Griechisch, Indisch, hier gibt es schweizerisches Handwerk, hier gibt es Bier, vegane Burger, Big Burger. Ah, das sind die Rollen vom Weihnachtsmarkt. Weißt du? Okay. Boah, hätte ich da Bock drauf, aber. Chimney Roll, ja, gerade ist echt super heiß, wir suchen eigentlich was zu trinken. Aber die sind so lecker. Ah. Sind mega gut.
Wenn man jetzt das Streetfood-Dörfli entdeckt, dann können wir auch mal schauen, was es da so gibt. Mir übrigens ein Radler gekauft. Ja, ich habe mir jetzt hier beim Streetfood-Dörfli einen Mezemix geholt. Vegetarisch, hat 14 Franken gekostet. Hier gibt es aber auch noch so Kartoffeltwister und Kries Grill und Hotdogs. Und ich habe mir vorhin noch einen Radler geholt für 6. Ich hatte so einen Durst, es ist so unglaublich heiß. Aber ja, jetzt sitzen wir kurz im Schatten und machen ein Päuschen. Theoretisch möglich, ja, aber es ist realistisch. Wie viele Kilometer sind das? Ich guck mal gleich auf Maps. Also hier seht ihr mal die Ausmaße des ganzen, der ganzen Badenfahrt. Da oben ist der Luna Park, da waren wir ja schon. Und hier ist der Bahnhof. Hier. Wir sind einmal hier so hoch, dann sind wir da durch, dann sind wir da und dann sind wir so rum. Dann sind wir hier runter und jetzt sind wir hier. Genau, jetzt sind wir da. Und da so durch die Altstadt gelaufen, jetzt sind wir hier. Also es ist super groß und mega verteilt. Man macht hier schon so einige Meter hinter sich. Man bringt hier so einige Meter hinter sich. Für mich gibt es jetzt noch ein Oreo Frappé für 10,90 Franken. Und hier in Baden, in Baals Café, gibt es sogar Spaghetti-Eis. Ja, aktuell heute nicht, weil die Maschine irgendwie nicht funktioniert, aber generell gibt es hier Spaghetti-Eis. Ja, wir sind wieder zu Hause von der Badenfahrt und ich möchte euch natürlich noch ein kleines Fazit geben. Erstmal, es war tagsüber so unglaublich heiß. Also ihr habt ja auf der Map gesehen, wie groß die Badenfahrt ist, wie groß, wie viele Stände es gibt, wie viele verschiedene Essensmöglichkeiten und Getränke und Luna Park und Konzerte und Workshops und Kinderbereiche. Also die Badenfahrt ist einfach so riesig und ich meine mich zu erinnern, dass die Bahnfahrt nur alle 10 Jahre stattfindet und dieses Jahr sogar 100. Geburtstag feiert. Also schon was ganz Besonderes und dementsprechend noch extra groß. Wir haben uns aber keine Konzerte angeschaut. Es ist auch jetzt nicht irgendwie ein Künstler dabei gewesen, der uns mega interessiert hat. Und die meisten Konzerte finden ja auch abends statt. Und ich habe mir auch die App hier runtergeladen, also das auf, als Tipp. Da findet ihr die ganze die ganzen Acts, die noch auftreten werden, wann genau, die Programmpunkte täglich und da bekommt ihr auch mal so Push-Nachrichten, wie zum Beispiel, nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel, es gibt keine Parkplätze mehr oder der und der Festplatz ist voll. Also die App ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Also wenn ihr in den nächsten Tagen noch nichts vorhabt oder nächstes Wochenende, dann schaut bei der Badenfahrt mal vorbei. Uns hat es sehr gut gefallen, wir haben gut gegessen, wir haben uns natürlich, wie gesagt, keine Konzerte oder sowas angeschaut, aber auf jeden Fall ist Baden auch eine sehr schöne, schnucklige Stadt und der Limmert, der dadurch, das habe ich auch gestern gemerkt, ich habe 2 Leute angesprochen, gefragt, wie man zur Limmert-Promenade kommt und sie haben mich nicht verstanden. Ich glaube, auf Schweizerdeutsch wird Limmert anders ausgesprochen. Also die Schweizer unter euch können mir das gerne mal bestätigen. Weil die Leute haben mich nicht verstanden, was ich mit dem Limmert meint. Also es ist auf jeden Fall der Fluss, der am Ende in den Zürichsee fließt. Und ich dachte auch so, boah, es wäre geil, wenn man so auf so einer Luftmatratze beim Baden aufsteigt und bis zum Zürichsee fährt. Aber zwischendurch kommt ein Stausee, ich habe mal geguckt. Wäre also nicht so eine gute Idee gewesen. Ja,
und wenn ihr die Badenfahrt auch besucht habt, vielleicht hier im Umkreis wohnt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, warum ihr zur Badenfahrt geht, was macht ihr auf der Badenfahrt, geht ihr wegen dem Essen hin, wegen den Konzerten oder ja. Also schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare und ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald.